Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Wechselstrom ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir gesprochen über die Serienschaltung von R und L. Ja, von einem Widerstand und einer Induktivität. Heute wollen wir sprechen über die Serienschaltung von R und C. Von einem Widerstand und einer Kapazität, einem Kondensator. Ich habe das aufgezeichnet. R, C, Serienschaltung. Was ist gleich bei einer Serienschaltung? Der Strom, der durchrinnt. Also nehme ich an, das ist der gleiche Strom und weil ich nicht mein eigener Feind bin, lege ich den wieder hier in die reelle Achse. Das soll mein Strom I sein. Ja? Das heißt, mein Strom I, sage ich, der hat eine Länge I, ja? Und der hat den Winkel E hoch J0. Fertig. Okay? Fertig. Rechnen wir die Spannungen aus. Ja? Was ist mit dem UR? UR ist R mal I, ja? Widerstand mal dem Strom. Ja? Das heißt, das ist also mein R mal I mal E hoch J0. Ja? Und das ist mein UR mal E hoch J0. Schreibe ich auch gleich blau wieder. E hoch J0. Das heißt, ich habe hier mein UR, das geht zu einer gewissen Länge, da ist mein UR, zeigt in die gleiche Richtung wie das I, in diesem Fall eben in die reellen Achse, passt. Okay? Das ist mein UR. Jetzt schauen wir uns das UC an. UC, Wechselstromwiderstand des Kondensators, 1 durch J Omega C, ja, mal I. Ja. Und ich habe in einem der vorigen Videos ja schon mal erklärt, dass 1 durch J gleich minus J ist. 1 durch Omega C mal I. Und jetzt kommt das Minus J. Ja. Minus J haben wir da. Ja, da ist zum Beispiel Minus J. Ja. Das hat die Länge 1. Ja, und hat den Winkel minus 90 Grad. Also Minus J ist eigentlich nichts anderes wie 1 mal E hoch minus J, Pi halbe. Ja, Pi halbe, 90 Grad, minus Pi halbe, sind wir da. Das ist das Minus J hier. Und dann haben wir 1 durch Omega C mal I und das I ist I mal E hoch J0. Und jetzt rechnen wir das zusammen. Das heißt, im Endeffekt, was hier überbleibt, ist I dividiert durch Omega C. Das ist das. Ja. Und dann habe ich mal E hoch J und dann habe ich da drüben bleibt mir 0. Und minus Pi halbe, ist 0 plus das, passt. Ja. Das sind also mein UC mal E hoch minus J Pi halbe. Ja. Und das UC ist in diesem Fall I dividiert durch Omega C. Winkel minus Pi halbe, das heißt, mein UC zeigt hier nach unten. Da ist mein UC. Okay. Hier ist mein UC. Hier ein Winkel von 90 Grad. Passt. Und jetzt, was ist meine Gesamtspannung? Meine Gesamtspannung, ich meine, diese Spannung ist diese Spannung plus diese Spannung. Das bleibt ja aufrecht. Ja, also ich könnte auch eine Masche hineinlegen, aber ich behaupte mal, das sieht mittlerweile jeder. Das heißt, mein U ist gleich mein UR plus das UC. Im Zeigerdiagramm schaut das also so aus, wenn ich das vektoriell addiere, habe ich hier irgendwo mein U, das geht halt jetzt so runter, da ist das U, ich habe hier meinen Phasenwinkel Phi gesamt, passt, schön, schauen wir uns an, was da rauskommt. Setzen wir das hier ein, das ist also mein UR mal E hoch J0, ja. Und dann haben wir plus UC und das UC ist UC mal E hoch minus J Pi halbe, okay. Das ist also, das UR war R mal I. Das E hoch J0 lasse ich wieder weg.
Interessiert mich nicht, ja, also null Phasenwinkel brauche ich nicht hinschreiben. Und da rüben haben wir gehabt, plus I dividiert durch. Omega C und statt dem E hoch minus J schreibe mal minus J. Ja? Also im Endeffekt, jetzt kann ich das I herausheben, steht ja hier jetzt R minus J 1 durch Omega C. Ja? Minus J 1 durch Omega C. Und dann habe ich das I herausgehoben. Ja? Und wenn ich es wieder komplex schreiben will, ja, wenn ich sage, okay, das ist eine komplexe Größe, das ist R minus 1 durch Omega C mal I. I unterstrichen. Das hier ist die Impedanz, ja, des Z und das ist R minus J 1 durch Omega C. Ja. Schauen wir uns das an. Hier ist R. Ja. Hier ist minus 1 durch Omega C, ja, und hier ist das Z. Hier haben wir einen rechten Winkel. Und jetzt können wir, und hier haben wir wieder das Phi gesamt. Und jetzt können wir dann wieder ausrechnen. So einfach ist. So einfach ist. Das heißt, mein Phi gesamt ist gleich Gegenkathete dividiert Akkustangens natürlich. Akkustangens ist gleich Länge der Gegenkathete dividiert durch Ankathete. Das ist also 1 durch Omega C dividiert durch R. Das ist also Akkustangens von 1 durch Omega C R. Das ist schön. Ja? Und jetzt schauen wir uns die Länge von Z an. Pythagoras Z ist gleich die Wurzel aus R² plus 1 durch Omega C Quadrat. Ja? Und wenn wir jetzt den Phasenwinkel, also das Cosinus Phi praktisch berechnen, den sogenannten Leistungsfaktor, Cosinus Phi gesamt, ja, ist gleich, das ist die Ankathete dividiert durch die Hypotenuse, das ist also R dividiert durch Z. Das ist also R dividiert durch, und diese Wurzel hier, R² plus 1 durch Omega C zum Quadrat. Fertig. Fertig, fertig. Ich habe alle möglichen Größen berechnet. Ich habe also das I, ich habe das U berechnet. Daraus schließe ich, dass der gesamte Wechselstromwiderstand Z eben R minus J 1 durch Omega C ist. Und aus dem kann ich den Phasenwinkel und auch den Leistungswinkel berechnen. Super. Ja? Serienschaltung von R und C. Wir sehen sehr ähnlich wie die Serienschaltung von R und L. Ja? Nur ist das irgendwie in die andere Richtung. Aber sonst ist es eigentlich ziemlich gleich. Und da ist halt manchmal so irgendwelche Kehrwerte. Ja? Also was Omega L war, ist jetzt 1 durch Omega C. Ja, wieder diese Diametrie, das R, also das C und L, sie praktisch gegensätzlich verhalten. Ja, Serienschaltung von R und C, das letzte Mal Serienschaltung von R und L. Jetzt machen wir es perfekt, jetzt machen wir Serienschaltung von R, L und C. Ja, da tritt was auf, das heißt Resonanz. Sprechen wir das nächste Mal darüber. Nächstes Mal Serienschaltung von R, L und C. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.